Grauer Tag, grau wie mein Macintosh. Ich rede mit meinem Auto wie David Hasselhoff. Doch mein Audi A6 will mir nicht helfen. Eine Träne fällt auf die silbernen Felgen. Ich hab so Angst und rauch noch eine. Ich muss in den Aufzug steigen. Ich hab versucht, dein Boss wie Captain Kirk zu sein. Ich höre sie im Fahrstuhl schon Happy Birthday schreien. Unmöglich, dieses Gefühl jetzt in Worte zu fassen. Die Kollegen haben mir eine Torte gebacken, denn ich bleibe auch in Zeiten der Krise Abteilungsleiter der Liebe. Ich bleibe auch in Zeiten der Krise Abteilungsleiter der Liebe. Und damit herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 7, Alter. Und ihr seht wahrscheinlich an der Länge des Videos, es ist ein langes Video. Ich habe mich heute dazu entschieden, dadurch, dass ich mir die letzten Tage so eine kleine Auszeit nehmen musste, weil es einfach, es wurde mir alles ein bisschen zu viel, ja, ich habe viel zu tun und habe mir einfach gesagt, komm, jetzt machst du einfach mal ein paar Tage Pause und dann gehst du wieder Vollgas nach vorne. Und an dem Punkt sind wir jetzt, das bedeutet, wir werden jetzt hier schauen, dass wir hier natürlich ordentlich vorankommen. Und wenn alles gut geht, geht dieses Video 60 Minuten lang oder vielleicht sogar einen Tucken länger. Das ist jetzt quasi so die Idee. Wir haben uns das letzte Mal, haben wir uns den Schlangenschlüssel besorgt und haben mit dem Sohnemann, mit dem Bruder whatsoever geredet. Und es hat gerade, es hat übelst geleckt. Ach, jetzt sind hier Leute, oder was? Oh, nee, ey. Oh, nee. Wieso sind hier denn jetzt Leute? Es leckt übelst. Das Spiel leckt gerade übelst. Alter, ich treffe halt gar nicht. Hey, ja. Oh, Bruder. Alter, gleich, ich dachte, ich kann jetzt ganz entspannt machen. Ist jetzt umgefallen. Sag jetzt nicht, der ist despawned. Beziehungsweise respawned. Der ist wieder rausgegangen. Hä? Spawnen die dann neu oder was? Vor allem, was soll das? Ich dachte, ich kann jetzt hier richtig entspannt machen. Alter, ich treff den nicht. Oh. Ah, ja. Ah, ha, ha, ha. Machen einen ruhigen. Ich habe keine Muni mehr, ne? Au! Mann! Oh! Okay, der eine ist schon mal weg. Ich will die natürlich jetzt auch loswerden, Mann. Will ich ihn eigentlich abfackeln? Eieiei, ich habe keine Muni mehr, ne? Ja, scheiße. Du wirst jetzt verbrannt. Oh. Alter. Kann sein, dass das Spiel ein bisschen zu leise ist, ne? Muss man ein bisschen lauter. So. Da habt ihr mir auch gesagt, ich kann mir die auch nehmen und die reparieren, ne? Das ist jetzt mega unbelohnt. Ich gehe nochmal ganz kurz zur Kiste. Und gucke, ob. Oh, nicht, dass sie jetzt wieder respawnen. Nee, dann gehe ich doch nicht zur Kiste. Dann gehe ich jetzt hoch. Nee. So, wir gucken mal. Wir sind gelb. Serum herstellen. Das Material fürs Serum von Lukas erhalten. Gut. Egal. Das haben wir uns schon mal angeguckt.
hier noch irgendwas? Nein. Dann rein in die Stube. Ein neuer Raum. Ich kann sie nicht abfackeln. Ich will so gerne, will ich dich so oft umbringen, ne? Sie wirkt immer mega gechillt. Aber irgendwie... Oh, ich dachte gerade, die ist umgefallen. Wenigstens habe ich jetzt hier wieder ein bisschen Muni. Ich würde dir so gerne schon Ladungsschrot in den Arsch jagen, ey. So, wo geht das hier auf? Da. Gut. So. Geil, Muni. Also Muni ist gerade super wichtig für uns. Das ist eine Uhr. Dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren. Okay, das heißt, ich muss eine andere Uhr finden. Habe ich hier eine Uhr eigentlich? Nee. Seht ihr jetzt nicht, weil ich davor sitze. Ich will da noch nicht durch. Ich will erst wissen, wie es auf den anderen Uhren aussieht. Und hier hinten war halt auch noch so ein Raum, ne? So, ist jetzt hier Viertel nach 10. Eigentlich nur ganz viel Munition gerade. April. Oliver hat zu schreien aufgehört, aber manchmal höre ich von oben ein Klopfen. Mai. Es stinkt total. Und so ein seltsamer Safttropf von der Decke. Oh, saftig. Wie auch immer. Weil ich Zeit hatte, habe ich die Fernbedienungstrophäe noch einmal verändert. Jetzt leuchtet sie sogar nachts. Fernbedienungstrophäe. Überall diese Football-Sachen, ne? Okay. Bruder, mach dich weg mit deinem Würfel. Unser Platz, zweiter Junioren-Erfinderwettbewerb. Ah, er ist bestimmt so ein kleiner Schlaukopf, ne? Ja, zweiter Platz. Sonderpreis. Amateur-Robotermeisterschaft 98. Eieiei. Robot. Oder den Schlegel hätte ich gern. April. Bin mit Mami zum Krankenhaus in die Stadt gegangen. Die haben mit einer komischen Maschine ein Foto von meinem Kopf gemacht. Dann hat mir Mami ein Puzzle im Spielzeugladen gekauft. Mit 259 Teilen. April. Doofer Oliver ärgert mich immer. Du bist krank im Kopf. April. Ich habe Oliver angelogen. Habe ihm gesagt, er soll zu meiner Geburtstagsfeier kommen. Dann habe ich ihn von außen auf dem Dachboden eingesperrt mit meiner Fernbedienung. Er hat geheult. Lass mich raus, Lukas. Ja, Lukas ist der Junge, der jetzt Zoe abgeholt hat, ne? April. Ich habe die Fernbedienung verändert, damit die blöde Zoe nicht mehr zum Dachboden kommen kann. Habe sie mit einer meiner Trophäen im Erfinderwettbewerb vereint. Jetzt wird sie sie nie finden. Warte mal, Fernbedienung. Ist das... Alter, was ist denn das für eine Randale hier? Mann, ey. Kann ich so eine Trophäe mitnehmen? Weil da war doch, beim Eingang war doch so blau und rot. Hinten Munition. Hm.
halt so ein Waffenbuch. Also er hat krasse Sachen erfunden, deswegen hat er da auch diese Sachen da gemacht. Wir wollen ja quasi noch bei ihnen in die Disco rein, ne? Alter, wenn dieser... Das ist ja sofort weg. Noch einmal gegenlaufen, dann raste ich aber komplett aus, so. Ja. Ah, Dachboden. Fernbedienung. Fernbedienung. Wir wollen, dass die Leiter runterkommt, ja? Wir wollen, dass diese Leiter irgendwie runterkommt. But how? Wir haben nicht mehr unsere geilen Pillen dabei, ne? Das Rätsel im Kinderzimmer lösen, das Rätsel im Schlafzimmer der Eltern lösen. Ja, gut. Das haben wir, das kriegen wir hin. Brennstoff. Oh, da sind Pillen. Alhamdulillah. Gönnen wir uns direkt. Wieso nicht? Ach, müssen zur Verwendung zur Arznei verarbeitet werden. Das heißt, ich brauche noch Zeug. Ist hier noch irgendwas? Ein weiterer Raum war hier nicht, ne? Ist hier auch alles vollgestellt? Nee, das war letztes Mal wahrscheinlich auch. Dann sind wir da runtergefallen, genau. Bis hier auf? Was wir machen können, ist halt schon mal die Uhr auf Viertel nach 10 stellen, ne? Das können wir ja schon mal machen. Rein technisch gesehen. Rein technisch gesehen ist das möglich. Ich will noch mal ganz... Ich will hier noch mal ein bisschen mich umsehen. Haben wir den letztes Mal aufgemacht? Ja, scheint so. Das haben wir auf jeden Fall gelesen. Ist sonst nichts mehr. Oh Mann, ich drücke immer Steuerung, wenn ich mich hinsetzen will. Das nervt so heftig. Den muss ich einfach... Das, also jetzt, mir wurde jetzt schon in den Kommentaren geschrieben, dass ich bald durch sei. Mit Resident Evil. Die Uhr ist aber... Ist die auch auf Viertel nach 10? Sah so ein bisschen so aus. Ja. Gut. Dann gönn. Dann machen wir jetzt erstmal das. Und dann schauen wir mal wegen der Fernbedienung. Ich hoffe, dass es die... Dass das eine gute Reihenfolge ist. Weiß man ja nie so genau. Hier soll dann wahrscheinlich, geht das dann auf, das ist klar. Was ist denn hier noch? Ein Abstellraum. Schatzfoto. Okay. Etwas in das Versteck findest, wenn du kannst. Das ist im Keller? Der Käfig sieht so ein bisschen nach Keller aus. Oh. Das haben wir nicht so viel. Ich habe einmal Kräuter gefunden, das Schatzfoto. Mach das doch mal wieder zu. Lass die nicht rausfallen, ne? Raus damit! Geht nicht.
Gut. Ja, also wir brauchen, also wir müssen wahrscheinlich auf diesen Dachboden, um diese Zugangskarten für oben zu bekommen. Gucken wir erstmal, was hier so ist. Nee! Das ist halt so ein richtig frustrierender Moment im Leben. Da will man auch einfach nicht mehr weitermachen. Da denkt man sich im Leben einfach so, was soll das denn jetzt? Jetzt muss ich da unten wieder gegen irgendjemanden kämpfen gleich. Obwohl ich das gar nicht will. Ich will doch einfach nur auf diesen Dachboden, dann in die Hütte rein, wo die Diskothek ist, und dann die Alte da befreien und dann einfach Schuh machen. Und jetzt muss ich hier, Mann. Kann ich nicht wieder... Oh. Ich nehme mich gerade übelst an Outlast 2 hier mit den Schächten am Ende. Alter, das war auch so nervig. Ich habe das Gefühl, so Horror-Games sind zum Ende immer richtig, so richtig zäh und hartnäckig. Und wollen dann einfach nur bumsen. Ja klar, hier ist alles dunkel, warum nicht? Ja klar, da sind einfach Leute aufgehangen. Oh, und oh mein Gott. Mann. Das sind irgendwelche Tiere, ne? Aha, eine Zugangskarte gefunden. Ist jetzt schon wieder scheiße mit Platz. Weg mit die Scheiße. Müll. Ja. Geht ja nicht anders. Immerhin habe ich die rote Zugangskarte. Das ist wichtig. Also musste ich hier eh rein. Warum mache ich das auf, wenn da nichts drin ist? Das ist jetzt so scheiße. Ich brauche die Muni. Ich brauche die. Ich brauche die. Ich habe jetzt einfach einmal geschossen mit der Flinte. Ich hätte es einfach wegschmeißen können, aber... Warte mal, die bessere Pistolenmuni? Doch, die kann ich benutzen. Sehr gut. So. Da ist der Ausgang und da steht jetzt einer. Oh, Bruder! Mach die Tür zu! Der darf hier nicht hoch, oder? Darf er nicht, nee. Auch noch das scheiß Ding geht jetzt in eine 60-Minuten-Folge, ey. Das ist mein Leben. Egal, das haben wir. Wir müssen mal an so einen Karton ran, ne? Muss mal hier Scheiß abladen. Oh, Platz. Oh, Platz. Bedeutet... Die packen wir jetzt hier rein.
Ich hätte jetzt nochmal im Keller gucken können. Aber ist okay. Den lassen wir auch mal ganz kurz drin. Weil wir brauchen den eh erst, wenn wir gegen den Boy gekämpft haben. Das heißt, ich glaube, wir brauchen den Arm jetzt gerade erstmal gar nicht. Schlangenschlüsse haben wir jetzt benutzt. Würde ich jetzt auch erstmal liegen lassen. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr Türen als zwei damit aufmachen kann. Ist aber egal. Ja. Gut. Wir brauchen halt Munition. Habe ich denn hier hinten schon alles eingesammelt? Manchen Orten habe ich irgendwie immer noch das Gefühl, dass mir dann doch nochmal irgendwas liegen geblieben ist. Weil manchmal habe ich auch diese Situation. Dass dann ja irgendwie Inventar voll ist oder was. Da war ein Schatz, ne? Da ist diese Hintertür. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal hoch. Und müssen das mit der Fernbedienung irgendwie noch lösen. Fernbedienung. Ich habe da jetzt per se so keine gesehen. Ich hasse mich. Da war so eine Dings, ne? So eine Statue. Mann, jetzt habe ich meinen letzten Scheißatz. Mann, es tildet mich. Ich gehe jetzt hier in die Option. Ist mir scheißegal jetzt, ob das jetzt hier gerade dauert. Was ist das für ein... Das kann jetzt mal ein bisschen runter. Das ist mir sowieso viel zu hoch gewesen. So, aber... Tastenbelegung oder so? Gibt's nicht. Darf ich nicht ändern. Danke. Ist ja Wahnsinn. Darf ich nicht verändern. Ich weiß, dass ich hochgehen wollte. Ich will jetzt hier trotzdem nochmal alles durchgucken. Das mache ich jetzt auch nicht, um irgendwie Zeit zu schinden. Oder um zu sagen, ja, ich mache jetzt eine lange Folge, aber ich mache keinen Fortschritt. Hier ist... Ja gut, dann hau ich halt ab. Das finde ich ja auch asozial, ne? Dass sie dann hier überall auferstehen. Ich bin hier mit dem Bereich fertig. Da brauchst du hier nicht noch irgendwas aus dem Boden prügeln. Mann, ey. Gut. Das auch erledigt. Gut, Fernbedienung. Fernbedienungstrophäe. Ich muss mir das hier, glaube ich, nochmal durchlesen. Krankenhausstelle gekauft. Doofe Oliver. So, ich habe Oliver angerufen, habe ihm gesagt, er soll zu meiner Geburtstagsfeier kommen. Dann habe ich ihn von außen auf den Dachboden eingesperrt mit meiner Fernbedienung. Ich habe die Fernbedienung verändert, damit die blöde Zoe nicht mehr zum Dachboden kann. Ich habe sie mit meiner Trophäe vom Erfinderwettbewerb vereint. Dann muss ich mir die doch nur noch genauer angucken, oder nicht? Irgendwo hier dran, an einer dieser Trophäen, muss das Ding doch dran sein dann. Oder man kann hier was drücken. Aber welcher? Ist noch ein? Gab's hier noch einen?
spamme schon gefühlt F gerade. Aber hat er noch einen ersten Platz? Welche Trophäe ist? Hier ist noch eine. Das ist aber nur ein Dittrich. Ah! Dachte mir schon, dass er noch einen hat. Dachte mir das schon. Gut, da oben muss jetzt also irgendwo. Diese Fernbedienung sein. Spielzeugaxt. So, Renovierungsvertrag. Jack Baker, Auftragnehmer Trevor und Chamberlain Construction. Renovierungszeitraum 10. November 1992 bis 30. November bis 92. So, Amen. Na. Umfang. Installation von schattenaktivierter Tür. Im Eingangshalle. Achso, das ist doch. Ist das nicht das, wo wir da quasi das mit dem Licht machen? Sowas? Happy Birthday, oh nein. Das ist gut. Wir haben aber keinen Platz. Das ist nicht gut. So, hier müssen wir die Axt. Wahrscheinlich anlegen. Ah ne, das hier. Ah. Jetzt habe ich keinen Platz, ne? Kotz mich selber an. Kannst du nicht wegschmeißen. Kannst weder wegschmeißen noch kombinieren. Ich hasse mein Leben. Kurz davor, das Messer wegzuschmeißen gerade. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Gehen wir nochmal runter. Hilft ja nichts. Jetzt leider nochmal zu einer Kiste laufen. Wenn wir hier Spielzeug finden. Das nicht wegschmeißen dürfen. Ich blick gerade, wo die nächste Truhe ist. Was wir machen können, ist, glaube ich. Die hier hin tun, oder? Gut, dann müssen wir hier wieder. Das packen wir weg. Die Axt packen wir hier erstmal weg. Dann können wir kombinieren. So. Packen wir die Kräuter weg. So. Dann tauschen wir die gegen. Wir haben gerade eh keine Muni. Dann packen wir die hier rein. Wir hatten noch so ein Reparaturgerät, oder nicht? Ah ne, das haben wir schon gemacht, ne? Hm. Nehmen wir die schon mal wieder mit. Dahin. Wollen wir mit dieser Spielzeugaxt dann anfangen können? Weiß ich gerade noch nicht. Werden wir dann sehen. Ich denke mal, da gibt es auch noch einen Spot für. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt hier
Das hoffe ich jetzt einfach mal, die Spielzeugpistole hier anlegen kann. Jo. Geil. Und die müssen wir jetzt noch irgendwie reparieren, ne? Packen wir aber erstmal wieder weg. Wenn wir die andere Flinte wieder mitnehmen, würde ich jetzt sagen. Und wenn wir ein Reparaturset haben, ich kann noch mal im Wohnwagen gucken. Ne? Dann gucken wir lieber noch mal im Wohnwagen. Hier bin ich jetzt durch, glaube ich. Ah, nee, ich muss ja noch mal hoch. Bin dumm. Muss ja noch die blaue Karte holen. Also, die Flinte jetzt erstmal wieder weg. Alter, mach die Tür auf. Was geht los? Wir können auch oben direkt das Video angucken, ne? Können wir auch machen. Bevor wir nochmal nach draußen gehen. Vielleicht haben wir dann in der nächsten Folge direkt den anderen Scheiß mit dem Typen, mit dem Lukas. Jetzt müssen wir nochmal hoch. Das ist die blaue Karte, dann kommt hier noch irgendein Scheiß aus dem Boden. Das müssen wir dann töten. Wir kennen das. Noch irgendwas? Urteil. Das Gemälde zeigt eine Frau vor einer Menge, die vor einer Menge kniet. Alter, stell mir vor, kriegst du einen Beil in den Kopf. Oh, Feierabend, ey. Beziehungsweise eher in den Hals, ne? So, die haben hier so einen schönen Weihnachtsbaum. So ist so die abgefuckteste Familie der Welt. Aber sie haben so einen fucking Weihnachtsbaum und jedes Jahr wird er runtergeholt, ne? Ich habe gerade kurz gedacht, das nimmt nicht auf. Da wäre ich aber sauer. Da wäre ich aber sauer. Take me tonight. Ja, wollen wir das Video angucken? Ich kann jetzt nicht auf eure Antwort warten, ne? Wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde aufgenommen. Vielleicht sind wir dann in einer halben Stunde damit durch. Happy Birthday. Ein Schluckchen trinken hier. Ich habe jetzt Afri-Cola ohne Zucker für mich entdeckt. Oh mein Freund, du bist ein verdammter Glückspilz. Weißt du, ich beneide dich. Was? Du glaubst mir nicht? Diese Freude kann man nicht vortäuschen. Es hat Wochen gedauert, das herzustellen. Und jetzt ist es endlich soweit. Alles nur für dich! Oh, komm schon, Mann. Sei doch nicht so. Das wird ein Spaß. Du wirst schon sehen. Bin ich hier eingesperrt? Wer bin ich denn? Jetzt. Oh nein, ey. Hier will man halt auch nicht scheißen gehen. Ich würde lieber in die Ecke da. Guck mal, ich würde lieber ins Waschbecken scheißen, als hier in dieses Klo. Guck dir das mal an. Das ist doch widerlich. Aber besser widerlich als wieder nicht, ne? Abstechen. Wer hat denn jetzt hier Geburtstag? Wer hat denn jetzt hier Geburtstag? Übrigens, nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich an meine Managerin, Gina. Die guckt auch immer dieses Let's Play, wenn ihr es sieht. Da ist ein Kuchen. So. Ich will wirklich gerne lebendig aus dem Raum kommen und keine kräftigen Schlaf voll tot sterben. Ich weiß,
Titel ist nur provisorisch. Nimm eine Kerze, zünde sie an und stecke sie in die Torte. Und denk dran zu lächeln. Diese Party ist für dich. Ein bisschen was. Leck mich! Hier. Ein bisschen was von Saw, oder? Okay. Wie so ein Familienfoto, Geburtstagsparty. Ah, ich muss es abfackeln, ne? Wo krieg ich das Feuer her? Kerze brennt nicht. Nein, ey, sind immer so Rätsel mit Kopf und sowas. Luftziehschlüssel. War das jetzt schlau oder doof? Ich habe jetzt einfach mal probiert. Okay, hier kommt also Wasser raus. Passt nicht. Okay. Da durchgehe, werde ich immer nass gemacht. Ah. Mach das mal wieder aus. Kostet alles Geld. Geld? Ah, malt er mir das jetzt auf? Dem muss ich irgendwas in die Hand geben. Der braucht einen Stift. Der braucht einen Stift oder so? Damit er mir aufzeigen kann, was ich an, wie ich in den Kasten komme. Jo, das habe ich zu Hause auch immer. Oder das hatten alle, die sich in dieser Corona-Zeit dann Küchenrolle an den Arsch geklebt haben. Echt widerlich. Oh. Anstatt einfach sich zu waschen oder so. Was war das? Achso, das ist jetzt für das Fernrohr. Soll ich mir denn da angucken? Jetzt hab ich so Scheiß am Finger. Okay. So, und das hier verstehe ich auch noch nicht. Würde nicht nützen, ne? Dann fackeln wir jetzt hier das ab. Und machen die Tür auf. Kann ich die platzen lassen? Ja! Den kann ich da an das Gasding tun. Happy. Ohne das Passwort wird es kaum gehen, aber es ist doch schon happy drauf. Dann macht er jetzt hier die Wand kaputt oder was? Geh doch weg! Nee, nicht richtig halten. Ah, ich brauche noch einen Finger. Ich brauche noch einen Finger für ihn. Kann die nicht mit on purpose irgendwie kaputt machen.
sieht aus wie das Rad für das Wasser. Ich weiß, ob hier noch mehr ist. Schmutz kann man kaum durchsehen. Okay. Wirklich dirty. Ha. Huh. Also das müssen wir auf jeden Fall mal rausfinden. Das weiß ich nur gerade nicht. Das weiß ich nur gerade noch nicht. Oder kann ich das schon wissen? Wenn ich das... Nee. Waschbecken, 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 Waschbecken. Wir hatten noch ein Waschbecken. Das nicht geben. Also er zeichnet mir, glaube ich, entweder das Passwort für den Raum oder für den Schrank. Eins von beiden. Aber was, womit kann ich ihn... Was ist ein Finger? Vor allem der Nagel. Hm. Ich auch nicht aufheben. Kann ich mich so ducken? Spawn die irgendwie nach? Also ich kann ja die Luftballons irgendwie kaputt machen, wenn ich danach rankomme. Wie man sieht. Ich mach jetzt einfach mal alle. Das ist bestimmt ein Erfolg. Da oben ist noch ein Schrank. Komme ich nur da an nichts ran. Wo ist mein Erfolg? Hier sind noch drei Ballons. Ich krieg keinen Erfolg, ich bin sauer. Ich bin wirklich sauer jetzt. Ja, aber was bringt mir das denn hier auch? Ich darf nicht mal umstellen. Ich darf nicht mal umstellen. Also wir bräuchten Finger. Wir bräuchten irgendein Indiz dafür, wie wir das Ding hier aufkriegen. Und was machen wir hier? Was soll... Also gut, wir haben das Ding ja schon benutzt. Aber sonst ist hier halt auch nichts, ne? Das kann ich da nicht reinstecken. Das ist doch die Kurbel aus dem anderen Raum. Oh, ich hasse solche Rätsel mit so, wo man sich Sachen merken muss, ne? Also
hier kommt aus irgendeinem Grund auch kein Wasser raus. Ja, Leute, was soll ich jetzt machen? What should I do? Warte gerade so ein bisschen auf diesen Aha-Moment. Ah, muss ich hier angucken. Ich weiß ja nicht, ob dieses Bild hier irgendeinen Sinn macht. Was haben wir denn hier eigentlich für Bilder zur Auswahl? Laterne, Sensenmann, Apfel, Baby, Skorpion. Ehre? Ist das Ehre? Sehr viele Bilder, ne? Wenn man dreimal das gleiche macht, passiert dann irgendwas? Einmal Skorpion? Nee. Wäre zu einfach, ne? Woher kann ich denn wissen, was da gefragt ist? Also er muss mir das halt irgendwie aufzeichnen. Ich muss diesen Finger für ihn irgendwie organisieren. Ich kann ihm aber auch nicht die Kerze als Finger geben, oder nicht? Schon sagen, das wäre mega einfach gewesen. Gucken wir noch mal in den Ballonraum. Es tut mir jetzt übelst mega leid. Übelst mega. Aber dafür habt ihr eine längere Folge, ne? Ich weiß halt nur nicht. Und hier ist ja auch nichts mehr. Ich habe keine Pillen, nichts. Ich will in diesen Raum rein, das ist schon klar. Hier kann man auch nichts machen. Warum wird das denn überhaupt angezeigt? Die ganze Kabellage ist auch nur ein Hint, ne? Ich kann ja nicht... Kann ich diese Luftballons abfackeln? Ich konnte die auf dem Boden machen, aber scheinbar nicht die anderen hier. Guck sie an. Kann es auch nicht so abbrennen. Dieser Tisch macht auch so gar keinen Sinn irgendwie. Ist hier aber auch nichts mehr, ne? Also wenn es jetzt Leute unter euch gibt, die das jetzt gucken und sich so denken, boah, Kalle, stop it! Es tut mir sehr leid. Ihr kennt das ja dann wahrscheinlich aber auch schon. Und wenn man sowas erstmal weiß, dann ist es halt übel easy. Wenn man das hier sich einfach mal erschließen muss, das ist gar nicht so einfach, finde ich. Und ich bin ja eh nicht so die hellste Kerze auf der Torte. Witzig, weil ich hier gerade eine helle Kerze auf die Torte tun muss. Was? So, das ist nur die Sache mit dem Finger. Ja, der Finger ist hier gerade Dreh- und Angelpunkt, ne? Versuche gerade herauszulesen. Kannst du voll knicken. Ganz anhand der Handbewegung nicht rauslesen, was der da will. Ist hier noch irgendwas? Halt so ein Stift. So ein Finger. Diesen Nägeln, ich kann da keinen aufnehmen. Das ist hier auch nichts.
Und auch nicht rückwärts rein. Also langsam ist hier aber auch alles voll, ne? So langsam. Gibt das ein Bild? Och, Leute. Allein, dass er, also, dass er diesen Finger nicht hat, das tiltet mich gerade zu sehr. Will ich das abfackeln hier? Ich glaube schon, dass es brennen würde. Soll aber nicht brennen. Es soll nicht brennen. Also irgendwas übersehe ich übelst krass. Und wenn ich es finde, werde ich so sagen, oh! Hätte ich das eher gewusst. Gott, ich google das gleich. Ich google das gleich. Ich will das jetzt fertig haben. Ich will das jetzt fertig haben. Ich will mich jetzt hier nicht länger als diese Folge daran aufhalten. Ich werde jetzt nicht sagen, oh, sagt mir mal, was ich da tun muss, weil so krass ist das wahrscheinlich eh nicht. So krass ist das gar nicht. Ja, Leute, ist mir jetzt egal. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht weiter. Ich google das jetzt. So. Resident Evil 7. Kerze. Kerzenrätsel. So, jetzt habe ich schon mal hier das Wort für den Raum hinten. So, mit diesem Code knackst du die Kiste. Gut. Ich mache jetzt hier die Kiste kaputt. Alter, das kann nicht sein, dass wir uns hier den halben Tag daran aufhalten. Was ist denn das? Weg. Alter. So, der Hangman, dann Grabstein und Baby. So, mir reicht's jetzt hier auch. Zack. Was soll das denn jetzt? Spurpuppe. Willst du ihm das in den Links stecken hier, oder? Passt nicht. Gruppe komplett useless einfach. Ja, ich weiß. Ich habe doch das Passwort. Hier steht das Passwort. Lass mich das doch eingeben. Oh Mann. Was mache ich denn jetzt mit dieser Strohpuppe? Puppenfinger. Aha. So, und er schreibt mir jetzt das Passwort auf. So einfach geht's. Und er schreibt jetzt. Was zum Teufel ist das? Was machst du? Was machst du da? Komm mal, nein! Nein! Okay. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Aber woher hätte ich denn diesen Zahlencode, also diesen Code für das andere herkriegen können? Das wurmt mich jetzt nochmal. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe jetzt nur die Lösung gefunden. Ganz einfach. Aber vielleicht könnt ihr mir nochmal sagen, wo ich das hätte finden können. Weil das interessiert mich trotzdem. So. Jetzt drehen wir das Wasser ab. Sehr gut. Und jetzt gibt's Feuer. Feuer! Einmal ist wieder alles dunkel. Okay. Oh, ich habe das Öl ausgekippt! So lange überlebt kein Schwanz. Vor allem ist hier eine Tür. Alter. Happy Birthday! Alter. Ja, das war jetzt relativ zäh. Ne? Aber wir haben es geschafft. Aber ich habe mir schon gedacht, dass ich für sowas lange brauche. Immer sowas doch einfach ein bisschen kacke. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wo ich hätte wissen können. Oder wo ich sehen hätte können. Welche Kombination das ist. Wir haben jetzt aber beide Sachen. Das ist gut. Ich gehe dann jetzt nochmal in den Wohnwagen runter. Hey, die Witzka, du. Oh nein. Hey, Kumpel. Denk dran. Die beiden Zugangskarten sind das Ticket zur Party. Komm nicht zu spät. Lass mich mit Mia sprechen. Nein, nein, nein. Du musst dich erst bieten lassen. Du hast doch nicht vergessen, wo die Party ist, oder? Du kannst vom Hof aus reinkommen. Also komm schon, Mann. Alle warten nur auf dich. Ja, witzig. Alles noch im grünen Bereich. Alles noch im grünen Bereich. Halleluja! Ich gehe einfach in meinen Laden rein. Lass mich rein. Der darf hier nicht rein. Ja, das wusste ich. Oh Mann, ey, diese Viecher. So. Wir haben die beiden Karten. Die können wir nächstes Mal reintun. Alter, die nehmen wir auch nochmal mit. Das können wir jetzt hier lassen. Können wir uns hier noch was Sinnvolles kaufen? Was steht da dran? Erhöht dauerhaft die Nachladegeschwindigkeit. Hier hätten wir das auch machen können mit dem Dings. Okay. Gut. Leute, wir haben jetzt eine Stunde geschafft. Geschafft. Tut mir leid, dass ich das mit diesem Rätsel da so zäh gezogen hat, aber das bedeutet, wir können in der nächsten Folge die beiden Karten reinstecken. Dann werden wir mal gucken, was bei der Party so abgeht. Und ja,
Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir mal eine längere Folge rausgehauen haben. Werde ich jetzt aber nicht immer schaffen. Ja, ich kann gucken, ob ich nächstes Mal vielleicht 30 Minuten schaffe, weil jetzt viele auch immer geschrieben haben, oh Mensch, das dauert mir alles immer ein bisschen zu lange, beziehungsweise es dauert mir zu lange, bis eine neue Folge kommt und die Folgen sind zu kurz. Und ja, habe ich ein bisschen Verständnis für auf jeden Fall. Aber jetzt bin ich erstmal raus. Stunde geschafft. Bis zum nächsten Mal, ne? Tschüssi!